Im siebten Video zu JDownloader wollen wir uns mal den Packagizer genauer anschauen. Ich habe hier den JDownloader offen und schon im Hintergrund einen Link über Freakshare. Um jetzt zum Packagizer zu gelangen, müssen wir in JDownloader auf Einstellungen, nochmal auf Einstellungen und dann auf der linken Seite den Packagizer auswählen und fügen jetzt hier mit dem Klick auf Hinzufügen eine Regel hinzu. Für was ihr den Packagizer gebrauchen könnt, das seht ihr einfach, wenn ich euch jetzt die Benutzung zeige, dann wird euch schon klar, welche Vorteile der euch bringt. Ihr könnt jetzt aber, wenn ihr die Regel definiert, hier oben ein schönes Symbolchen wählen, also weil wir werden uns jetzt Serien anschauen, also kann ich jetzt irgendein Videosymbol zum Beispiel nehmen. Nehme ich mal das hier. Und die Regel nenne ich die beste Serie der Welt. So, was ihr hier oben macht, hat jetzt auf die Regel noch gar keinen Einfluss. Es geht jetzt erst hier los. Also falls die folgenden Bedingungen zutreffen und wir laden immer zum Beispiel unsere Lieblingsserie, heißt die beste Serie der Welt, das ist jetzt nur ein Beispiel, und wir möchten jetzt da eine Ordnerstruktur anlegen und das möchten wir möglichst automatisieren beim Herunterladen und das genau übernimmt dieser Packagizer. Also unter anderem, er hat noch ein paar andere Möglichkeiten, aber wir nehmen es jetzt einfach mal so hin und die anderen Möglichkeiten probiert ihr dann einfach selbst aus. Das heißt, wir müssen erstmal definieren, dass er merkt, was ich da überhaupt runterlade. Das heißt, wir haben hier oben auch immer unseren Link im Sichtfeld und können dann mal die Regel für den Dateinamen bestimmen. Die Warnung können wir hier einfach wegklicken. Okay, also ich schiebe es mal ein bisschen näher dran, dass wir es sehen. Also unser Dateiname heißt hier die-beste-serie- und so weiter der Welt. Das heißt, ich könnte jetzt einfach das übernehmen, die-beste-serie- Minus Serie minus der Welt. Ich glaube, Groß- und Kleinschreibung spielt da keine Rolle. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal hier ein kleines Problemchen. Denn ich habe jetzt hier zum Beispiel Freakshare und ich kann davon ausgehen, dass der gute Mann oder die gute Frau, die die Datei hochgeladen hat, vielleicht ein Leerzeichen zwischen die und beste hatte. Und das wird dann natürlich automatisch ausgebessert von den File-Hostern. Jetzt kann es sein, dass FreeCare zum Beispiel ein Minus reinmacht und RapidShare macht einen Unterstrich rein. Also wenn ich das nächste Mal auf RapidShare runterlade, würde diese Regel gar nicht zutreffen, weil ich habe ja hier ein Minus und keinen Unterstrich reingemacht. Das heißt, wir ersetzen jetzt einfach diesen Strich mit einem Sternchen. Ein Sternchen sagt nämlich, da kann stehen, was will. Und da unsere Serie die beste Serie der Welt heißt, also schon einen sehr markanten Namen hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass da was anderes noch zutrifft, das auch die beste Serie der Welt heißt. Also kann ich hier guten Gewissens einfach mal ein Sternchen reinmachen. So, und dann schauen wir uns an, wie der Dateiname weitergeht. Dann kommt ein Unterstrich. Also bei den Strichen immer vorsichtig sein, lieber mal ein Sternchen zu viel. Und dann kommt S04, E05. S04 heißt Staffel Nummer 4 und E05 heißt Episode 5. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass da immer ein S und immer ein E stehen wird. Also kann ich das S auch hinschreiben. Und das 04 und 05 möchte ich ja dann in meinen Ordnernamen übernehmen. Außerdem ist ja auch zu beachten, dass die sich je nach Staffel und Serie natürlich das dann hochgezählt wird oder also nicht immer S04, E05 dasteht, sonst würde der ja immer die gleiche Folge herunterladen. Also mache ich hier auch erstmal ein Sternchen. E steht auch immer da, können wir auch hinschreiben. Und wo das 05 steht, auch ein Sternchen. Und dann kann ich schreiben Punkt Ra zum Beispiel. Meistens ist es dann im Ra-Archiv. Oder ich kann einen Punkt und dann auch ein Sternchen machen, dass ich halt weiß, hier kommt kommen die Dateiendungen, muss ich aber jetzt hier nicht unbedingt machen. Gut, die Dateigröße und Dateityp interessiert uns jetzt erstmal nicht so sehr. Hoster auch nicht. Quelle auch nicht. So, wir gehen dann einfach mal, Datei ist online, klar, sonst kann er den Dateinamen nicht auslesen. Wir gehen jetzt mal hier, dann setze Download-Ordner. Genau, das ist ja, was wir wollen. Also, wenn wir einen Link, der so lautet, wie wir hier oben festgelegt haben, soll ein Download-Ordner extra für diese Serie gesetzt werden. Und da habe ich jetzt eben sehr viel Spielraum. Also, wir markieren es hier. Und das arbeitet erstmal jetzt, wenn wir hier nichts eingeben, mit relativen Pfaden. Das heißt, der Pfad, der im JDownloader eingestellt ist als Download-Pfad, wird hier benutzt und die Ordner dann eben hinten dran gehängt. Könnt ihr aber auch ändern, indem ihr hier einfach auf Auswählen klickt. Aber wir lassen es erstmal im Download-Ordner. Das lässt sich dann einfach gut zeigen. Also, dass dieser Schrägstrich heißt, neue Ordner quasi anlegen. Und den nennen wir die beste Serie der Welt. Also, das heißt, wenn das hier oben zutrifft, wenn der Link das enthält, wird erstmal ein Ordner erstellt, die beste Serie der Welt. Und jetzt wollen wir die noch nach
Episoden, nach Staffeln gliedern. Also machen wir hier noch ein Slash, ist das, ne? Ja. Und Staffel hatten wir hier die 5. Aber wir wollen es ja eben automatisieren. Das heißt, wenn wir auch was von der sechsten Staffel runterladen, soll das hier auch eingetragen werden. Das heißt, wir schauen mal hier oben, dass wie viele Sternchen das ist. Also erstes Sternchen, zweites Sternchen, drittes Sternchen, viertes Sternchen, fünftes und sechstes. Also Numero 6, das heißt hier unten dann ein Rechtsklick. Dynamische Variablen, den sechsten Platzhalter eintragen. Und jetzt wird genau das, was im Link an dieser Stelle steht, hier unten eingetragen. Und ich habe jetzt hier sozusagen den Ordner für die Episode 5 in unserem Fall erstellt. Nein, halt Staffel 5, nicht die Episode. Und ich kann jetzt halt auch genau nochmal testen, ob das so stimmt. Das heißt, ich kopiere mir hier in FreeCAD den Link raus, gehe zurück in den Shader Downloader, mache hier oben einen Rechtsklick und teste den Dateinamenausdruck, gebe den hier ein, mache OK und sehe schon, das sind meine Platzhalter. Jetzt sehe ich hier aber, er hat bei 05, also der siebte Platzhalter, da hat er noch die Dateiendung mit hinten dran gehängt. Ist ja auch logisch, wir haben ja keine Begrenzung hinten eingegeben. Das heißt, hier wäre es dann schlau, vielleicht nochmal einen Punkt zu machen, weil ja normalerweise da immer die Dateiendung kommt nach E und dann die Nummer. Können wir jetzt nochmal testen. Und diesmal stimmt's, 05. Okay. Und ja, und jetzt wird hier eben der Dateiordner angelegt. Es gibt halt, wie gesagt, hier auch noch ein paar mehr Möglichkeiten, die man hat. Also Priorität, Paketname, könnte man noch ändern, Dateinamen vielleicht noch ändern. Da wäre ich aber vorsichtig, weil wenn die zum Beispiel Part 1 und so weiter heißen oder Part 2, dann vorsichtig am Ändern sein, dass Shadow-Leute die danach noch entpacken kann. Wie viele Verbindungen aufgebaut werden. Also ich könnte zum Beispiel auch einfach nur hier eingeben Host der Rapid Share und sobald Host der Rapid Share ist, eben nur eine Verbindung aufbauen, weil es dann schneller geht oder wie auch immer. Oder mehrere Verbindungen aufbauen. Solche Sachen könnte ich auch machen. Könnt ihr ja noch ein bisschen rumprobieren. Viel kaputt machen könnt ihr nicht. Und ja, wir probieren auch gleich mal aus, ob unsere Regel funktioniert. Wir speichern die ab. Hier müssen wir darauf achten, dass sie hier aktiviert ist. Springen dann in den Linksammler und fügen hier den Link hinzu. Das kriegen wir noch einen schönen Tipp. Den brauchen wir aber nicht. Okay, gehen wir auf Weiter. Jetzt wird die Regel angewendet. Und wir sehen hier schon Speicherort, Speichern unter die beste Serie der Welt. Das heißt, er hat den Link erkannt. Und es wird dann halt eben unter 04 gespeichert. Was ich jetzt natürlich als Kosmetik noch machen könnte, wäre, ich springe nochmal zurück in den Packet-Scheißer. Wir nennen das einfach nicht nur 04, sondern Staffel. Staffel, genau. Speichern das nochmal, dass er dann eben halt hinschreibt Staffel 04. Löschen den Link hier nochmal raus und fügen ihn nochmal neu ein. Und jetzt die beste Serie der Welt. Na, da wollte ich nicht hin. Staffel 04. Genauso wie wir es wollen. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr gerne noch ein anderes Video zum Package Scheiße sehen wollt, dann gerne in die Kommentare.